Wir haben heute, wenn wir uns die Statistiken jetzt abgekoppelt von diesem Fall anschauen, Asylwerber in Österreich XY, die Zahl, ich meine, das, was mir jetzt auch noch wundert, der Tatverdächtige kommt nach Österreich einer, trotz geschlossener Balkanroute und geschlossener Covid-Grenzen. Dieser Innenminister verteilt 33.000 Strafmandate an österreichische Bürger, weil sie vielleicht keine Masken getragen haben oder wir Händel kurstert haben. Aber der kommt, der Mörder, kommt dachsfrei herein, vielleicht noch begleitet von meinem Innenminister, willkommen geheißen mit einem Teddybären und einem Blumenstrauß, damit er beim nächsten Baum eine Leiche ablegen kann. Ja, wir müssen ja mal erkennen, in was für einer Republik wir leben. Und zum Zustand des Landes passt ja wunderbar, dass heute irgendein verrückter ORF-Redakteur dort als erster, die erste Frage bei dieser Pressekonferenz es war, den Innenminister zu fragen, ja, der arme Täter, vielleicht war er psychisch traumatisiert, er wurde gezwungen, das Mädchen umzubringen. Mehr brauchst du über Österreich bald nicht mehr wissen. Ja, aber als diese zwei Tatsachen. Ja. Herr Dr. Bornmehner, ganz kurz nur. Ja. Ich vertrete aber eine andere Linie. Ich kann ja nicht irgendwo im Mittelmeer eine Gefängnisinsel aufmachen. Ich sage, wir bekennen uns zu den Menschenrechten, weil wir sind ein zivilisiertes Europa im 21. Jahrhundert, schützen, geben Frieden und Sicherheit. Und wer diesen Schutz und diesen Frieden und diese Sicherheit einseitig bricht, hat bei uns nichts verloren. Und wenn er das in dem Stile bricht, dass er Mord und Totschlag und Gewalt aus seinem Kriegsgebiet zu uns herbringt, dann ist er wohl besser in seinem ursprünglichen Kriegsgebiet wieder aufgehoben. Weil dann ist er offenbar ein Kämpfer, der mit unserem Frieden und unserer Sicherheit einfach nicht umgehen kann. Das muss man doch verstehen. Es gibt vielleicht irgendwelche Leute, die sagen, wir wollen gar keinen Frieden. Wir wollen gern den Frauen die Gurgel durchschneiden. Wir wollen sie umbringen, wir wollen sie vergewaltigen. Können sie gern machen, dort wo sie hergekommen sind. Dort haben sie, können sie alles tun und machen und lassen, wie sie wollen. Wer bei uns so etwas anstellt, hat jedes Recht verwirkt, Asyl zu schreien oder Menschenrechte zu schreien. Dann gibt es die Keule des Rechtsstaates und die kann Freiheitsentzug und ausschauen. Aber Herr Dr. Bornmehner, wissen Sie, was das ursprüngliche Problem ist? Das ist aber keine Kritik an Ihnen. Ich sage das seit 30 Jahren, unentwegt. Seit dem Jahr 1992, als Herr Kaider im Volksbegehren Österreich zuerst als Punkt 1 formuliert hat, kriminelle Asylwerber sofort abschieben. Seit 30 Jahren, seit 1992, also seit 29 Jahren, um exakt zu sein. Seit 29 Jahren wurde ich für diese These, die Sie heute formuliert haben im Übrigen hier und wo Sie auch meine Unterstützung haben, als Rechtsextremer, als Neonazi, als Rassist, diffamiert und verleumdet. Weil es offenbar Menschen gibt, die weiter als über die nächsten Jahre hinausdenken und wissen, in was für eine demografische Katastrophe wir hineinschlittern. Wenn wir heute die Zahl sehen der Asylwerber in Österreich und eine überproportionale Kriminalitätsstatistik auf diese Gruppe umlegen können, rein Zahlen, lassen wir nur die Zahlen von den Statistiken sprechen, dann haben wir in dieser Personengruppe ein massives Problem. Dann kommen die zu uns, um unsere Sozialsysteme auszunutzen, um unseren Rechtsstaat zu beugen, aber nicht hier, um Frieden und Schutz anzusuchen. Und alle jene, egal ob ein Kaugummi gestohlen hat oder am Ende ein Menschenleben umgebracht hat, hat bei uns nichts verloren. Warum? Weil wir damit jene unterstützen und schützen, die vielleicht vor ein, zwei Generationen aus der Jugoslawienkrise zu uns gekommen sind, aus Chile zu uns gekommen sind, aus einem Völkermord, aus allen anderen Ländern, aus Bosnien, aus Herzegowina, aus Kroatien, aus Slowenien, ja auch aus der Türkei und aus vielen anderen Ländern. Oder aus dem Iran damals und Schah, Persien, Ayatollah-Regime, die bei uns eine zweite Heimat gefunden haben, rechtstreu sind, brave, anständige Staatsbürger sind, sich nichts etwas zu Schulden kommen haben lassen. Und die auch im Interesse derer, wie Sie es im Übrigen richtig gesagt haben, müssen wir Härte nicht nur in unseren Sonntagsreden der Politiker bei Pressekonferenzen zeigen, sondern Härte in unserem Gesetz. Das sind wir jenen schuldig, die in dem Land sich auf Punkt und Beistrich an jedes Gesetz halten. Und das ist halt so.